So, Hallöchen, Hallöchen. Das sollte hoffentlich jetzt soweit passen. Und damit ein fruchtiges Willkommen mal wieder zu einem weiteren kleinen Livestream hier am Mittwoch. Mittwochnachmittag haben wir, ne? Tatsächlich schon wieder. Die Zeit vergeht mal wieder, vergeht. Ja, wir sind auch genau an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Ich habe gemerkt, okay, ich habe nicht mal das Spiel verlassen. Ich habe einfach nur meine Switch ausgemacht. Und wenn man die Switch wieder anmacht, ist das coole ja, man ist quasi dort, wo man das letzte Mal war. Das heißt, auch wenn man mal aus Versehen, ja, nicht speichern kann oder so, einfach Switch ausmachen und wieder anmachen. Und man ist zum Glück noch am alten Spielstand, warum meine Pokémon jetzt alle gerade schlafen. Die sitzen hier jetzt seit gestern Nachmittag rum, gestern Abend. Ja, Hallöchen, Hallöchen. Wir spielen wieder eine kleine Runde Pokémon für den Anfang. Später wollte ich dann aber gerne noch ein klein bisschen produktiv sein. Da spielen wir dann definitiv noch ein bisschen Minecraft. Mal wieder. Ja, aber erstmal fangen wir ein bisschen Pokémon. Gucken mal, dass wir vielleicht Story oder so ein bisschen weitermachen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Warum auch immer die ersten drei schlafen. Die anderen beiden sitzen rum. Beziehungsweise die anderen drei sitzen einfach rum. Keine Ahnung, vielleicht können die gar nicht schlafen. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn Gyarados am Schlafen ist, im Fliegen oder so. Oh, das ist zu wenig Platz. Gut. Finde ich aber cool, dass sie auch sogar so eine Schlafanimation haben. Aber die haben sie ja auch in der Wildnis, da setzen sie sich ja manchmal auch hin und schlafen oder so. So, ja, Alerts sind ja wieder an. Nur die Sound-Alerts. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Die Sound-Alerts sind noch nicht wieder da, das muss ich auch nochmal einstellen, dass man halt auch die Möglichkeit hat, für eine kleine Donation auch irgendeinen Sound abspielen zu können oder so. Das muss ich aber nochmal richtig einstellen, dass das auch keine Probleme macht und so. Ja. Und ich bin noch am Schauen. Ich glaube, heute finde ich irgendwie die Camp besser als beim letzten Mal. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe nichts umgestellt, nichts gemacht. Aber es scheint irgendwie besser zu sein. Und sie ist auf jeden Fall wieder da. Das ist schon mal top. Was mache ich denn jetzt bloß? So wird Nias denken, dass sein Vater eine Memme ist. Oh, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Forschungstrupp. Stimmt's? Moment, Forschungstrupp? Das passt ja perfekt. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Mein Junge und ich, wir wollten eigentlich zum Strand des Aufbruchs. Es soll da nämlich sputen. Dummerweise kriegt mein Sohn bei Geistern aber mächtig Muffensausen. Die beste Lösung wäre natürlich einfach nicht hinzugehen. Aber was muss, das muss. Es ist doch echt traurig, wenn man sein Leben lang Bammel vor Geistern hat. Also, das wäre schade für meinen Sohn, meine ich. Naja, jedenfalls will ich mich mehr mit Geistern auseinandersetzen, um ihm dabei zu helfen, seine Ängste zu überwinden. Manche Pokémon werden doch Geister genannt, oder? Nebulak zum Beispiel. Wenn du mir Infos zu Nebulak bringen könntest, wäre das super. Müssten wir schon haben, oder? Nö, anscheinend nicht. Gut. Ja, wir haben jetzt hier so viele Nebenmissionen überall noch. Wir können das Feld vergrößern tatsächlich. Das können wir mal machen. Und dann können wir auch gleich mal unsere Beerenernte oder so abholen. Das sind so viele Nebenmissionen, ne? Wobei ich mich gerade frage, wo bitte zur Hölle sind die Alert-Sachen hin? Hä? Ja, nee, sorry Manu, irgendwie, hä? Ist der ganze Alert-Kram raus? Aber der hat doch beim, das war doch auch Pokémon, oder war das bei Fortnite? Pop. Kann sein. Moment, das kriegen wir auf die Schnelle hin. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Kann ich das hier noch ändern? Ich hoffe, dass das jetzt keine riesigen Probleme macht, aber wir improvisieren gerade einfach mal ein bisschen. So, wir
fügen hier einfach mal das hinzu. Okay. Das sieht man jetzt wahrscheinlich. Aber das ist egal. Jo. Man kann es noch ein bisschen kleiner machen. Und jetzt müsste es eigentlich auch hier sein. Ich weiß nicht, warum er das hier nicht drin hatte. Alles Problem ist, kurz zur Erklärung, ich habe ja das Streamprogramm gewechselt. Und beim alten Streamprogramm war das alles viel, viel einfacher. Da war das immer alles integriert und was weiß ich. Und viele Sachen muss ich jetzt halt selber gucken, wie ich das hinzufügen kann und so weiter. Und ich habe tatsächlich auch das Streamprogramm quasi dreimal auf dem Desktop, nee, sogar viermal, für die jeweiligen verschiedenen Anwendungen und so. Das ist, und ich, wenn ich was ändere, muss ich das quasi bei allen ändern immer. Oder was hinzufüge. Also, ich füge ja manche Sachen sowieso nur bei bestimmten Sachen hinzu. Das heißt zum Beispiel Twitch-Alerts brauche ich halt eigentlich auf YouTube nicht, ne, so. Aber das ist alles ein bisschen komplexer und so. Vieles kann ich halt kopieren, aber muss es halt erstmal einstellen. Und hier habe ich das anscheinend noch vergessen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die YouTube- und Twitch-Alerts sich nicht trotzdem überschneiden. Das weiß ich nicht. Das müsste man mal ausprobieren. So. Gut, jetzt sollte das hier dann aber auch hoffentlich drin sein. Und ich hoffe auch, dass der Stream soweit läuft. Das ist ja schon wieder. Also ich war froh, dass mein PC und so das jetzt wieder gut mitgemacht hat. Auch mein Internet. Aber jetzt macht es schon wieder so ein bisschen Probleme. Ah, muss ich mal gucken. Ich krieg demnächst noch ein paar Sachen, wo ich da noch mal ein bisschen mit rum experimentieren kann und so. Super. Jetzt, nachdem ich reingegangen bin, wieder raus, ist die Cam jetzt mega. Warte. So. Ah, super. Ja, super. Ich habe mich vorhin gefreut, dass die Cam so gut funktioniert hat, jo. Jetzt geht's wieder, okay. Attacke Zertrümmerer. Ja, Mascho kann das bestimmt. Oder Mascholo. Mascholo braucht man nicht so viele. Gut, gut. Läuft gut bis jetzt. Das freut mich. Und fertig. Vierte Feld haben wir auch. Ja, ich muss echt mal schauen. Ich muss mal gucken, was die so kosten. Also, und dass ich nicht so ganz... Also, es ist natürlich auch günstigere. Da muss ich mal gucken, ob ich ein paar gute günstigere finde, weil die kosten uns auch ein Schweinegeld. Softboxen oder sowas, halt zum Thema Beleuchtung, wenn ich mal hole. Das ist schon länger so ein bisschen, ja, in Planung. Aber alles ist irgendwie ein bisschen untergegangen. So viele Sachen, die ich mal machen wollte. Da wollte ich endlich mal alles schauen. Ich habe es heute auch endlich mal geschafft, nach Wochen zum Friseur zu gehen. Ich wollte mir seit Wochen, Monaten die Haare schneiden lassen, eigentlich schon wieder. Oh, hier ist ein Haus fertig. War das letztes Mal auch schon? Irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Jetzt habe ich es heute. War ich sowieso dann bei meiner Stadt ein bisschen gucken, shoppen. So, wir brauchen... Habe ich nicht einen? Pititscher? Pititscher? Bidifass brauche ich. Bidifass, da. So. Da muss Filina ran, mal kurz. Dann machen wir die Aufgabe auch mal eben schnell. Ah, hier stehen echt neue Häuser, aber ich dachte, hier kommen besondere Häuser hin, aber das sind ganz normale Wohnhäuser. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin ist. Ich war, glaube ich, in zwei Häusern bisher drin, muss ich gestehen. Im ganzen Rest habe ich noch nicht mal reingeschaut. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen. War das hier hinten? Alter. Ist das riesig gewesen. Hä?
Soll ich eine Pizza mitnehmen oder ein Bidifass? Ich habe es gerade nicht gelesen. Ich ging halt davon aus, ein Bidifass, weil das quasi die größere Variante ist und deswegen fühlen sich halt das safe, dachte ich. Aber keine Ahnung. Gut. Also ich muss immer noch sagen, viele haben das Spiel jetzt ja schon durch und keine Ahnung und haben auch schon alles erlebt und so. Ich finde es immer noch cool, wobei ich jetzt auch mittlerweile gemerkt habe, das Spiel ist deutlich günstiger geworden als am Anfang. Also die Leute, die sich Day One gekauft haben, ich habe es jetzt für knappe 15 Euro weniger schon gesehen und so. So, wir kriegen... Ach, wir müssen Burma Dame... Ding des Auftrags. So, wir haben eine normale Burma-Dame. Mit Pflanzenumhang. Und. Ach, wir müssen nur eins. Ich dachte, wir müssen zwei verschiedene abgeben. Wir kriegen noch mehr Klamotten. Wer soll das alles bezahlen? Vor allem mit welchem Geld? Ich muss mein Inventar erweitern. Das ist viel, viel intensiver, kostenpflichtiger. So, ich weiß gar nicht, ob das nicht besser ist, wenn wir uns da drüben befinden, weil dann ist das nicht immer so im Weg, wenn wir mit irgendwem quatschen und so. Passt das? Ich guck grad mal. Ah, wir schieben uns. Tick rüber. Das müsste passen, oder? Meinst du neue Ware? Ganz genau. Ah, wir kriegen wieder neue. Knirschmineral. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung. Hier ist noch eine Aufgabe. Ach, hier. Ja, also ich habe es tatsächlich jetzt schon für... Also es hat ja ursprünglich mal 60 gekostet oder so. Oder ich glaube, bei manchen Seiten sogar über 60 und so. Ich habe es ja schon für weniger gekauft. Aber mittlerweile kriegst du das schon für locker unter 50. Und Vogel habe ich noch nicht. Wusste nicht mal, dass es das gibt. So, habe ich das Dings wieder abgegeben? Ja, habe ich. Okay. Wir haben jetzt ja hier richtig aufgerüstet mit Panferno und Garados. Die beiden klatschen halt ordentlich rein. Ich habe ja auch gedacht, wir kommen als nächstes zum Eisgebiet, aber nein, wir kommen als nächstes anscheinend ins Gebirge irgendwie. In Höhlen? Eine Höhle. Höhle. Hirustier. Verdammt. Ich weiß, was ich vergessen habe. So, ich habe nämlich vergessen, den Ventilator anzumachen. Und ohne Ventilator funktioniert meine Switch im Moment nicht richtig. Supi, die meint dann einfach, hey, oh, mir ist wieder so heiß heute. Ich muss ausgehen. So, wir gehen mal zurück ins Spiel. Jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, mein ganzes Stream verschwunden. Ich hoffe, mein Stream ist noch da. Ja, der ist noch da. Aber jetzt krissel ich schon wieder mega. Ich hasse das. Das ist das Problem wegen der Beleuchtung. Jetzt werde ich mega angestrahlt von meinem hellen Bildschirm. Und deswegen bin ich total am Krisseln. Deswegen brauche ich unbedingt ein paar vernünftige Lampen, die hier von der Seite irgendwie das vernünftig beleuchten oder so. Dann habe ich dieses ganze Problem nicht mehr. Weil je nachdem, was für ein Spiel ich spiele, wie hell das ist, kann ich halt jedes Mal die Cam eigentlich neu einstellen. Und deswegen einfach hier vernünftig mal ausleuchten alles. Weil ich habe halt nur so ein paar
Das Einzige, was ich noch machen könnte, sind die Rollläden hoch. Das Problem ist, wenn ich das mache, habe ich relativ schnell das Problem. Das Lustige ist, wenn ich im Filter gucke, ist fast gar nichts am Krisseln. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der Filter scheint okay zu sein. Okay. Keine Ahnung. Jetzt scheint es besser zu sein. Der Herr hier neben mir ist der Wächter hin. Er wird dich zu Schneeboss führen. Schneeboss hört sich aber für mich so schneemäßig an. Wegen Snow, Snee. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, solltest du dir die Kraft von Schneeboss zunutze machen. Ob Schneeboss dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los, alles einsteigen, das ist wirklich ein Schaffner. Hin ist hier wirklich sehr ähnlich. Ist mir ähnlich inwiefern, ja? Er kam genau wie du plötzlich von irgendwo her, außerdem hat er seine Erinnerung verloren. Vielleicht hilft es ja an seinem Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Böse sieht er jetzt aber auch nicht unbedingt aus. Ich hätte gedacht, vielleicht ist das so die böse Variante von uns. Aber ich glaube nicht, so böse sieht er nicht aus. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich. Begib dich ins Kraterberg-Hochland. So, wir wollen mal gucken, ob wir nicht noch... Ich will noch mal Attacken beibringen. Was kannst du denn? Tornupto kann halt hier irgendwie nur... Es ist manchmal nicht schlecht. Dampfwalze. Der Trümmerer ist halt schwach. Er kann einfach mal Aeroass lernen, okay. Das ist halt das, warum man eigentlich gar nicht mehr unbedingt, gar nicht auf den Typ, weil es können so viel Pokémon so viel Attacken erlernen. Das ist es halt. Jetzt könnte ich zum Beispiel beim Tornupto einfach Donnerschlag beibringen. Es ist halt Feuer, das heißt, wenn ich gegen Wasser-Pokémon kämpfen müsste, habe ich tatsächlich sogar noch, wenn ich als erstes losschlagen kann, vielleicht eine Attacke, die ordentlich reinklatscht. Wäre vielleicht gar nicht mal so bad. Was will ich denn mit 4 Feuerattacken? Macht keinen Sinn. Deswegen bringe ich dem halt auch lieber mal irgendwas anderes bei. Das ist auch nicht schlecht. Der kann halt so viel. Auch hier Eisenschweif, okay. Stromstoß. Gigastoß. Ja, das sind so Attacken, die einen halt selber verletzen. Wie bringe ich das jetzt? Ach so, X beibringen. Ja. Ach, ich vergaß. Ich muss das ja... Ich vergaß voll. Das hier ist ja nur beibringen und dann muss ich die ja noch auswählen. Es kann sein, dass er sogar schon gute Attacken kann. Donnerblitz ist halt auch echt stark. Was kann er? Orkan. Wutanfall. Wutanfall ist auch mega stark. Aber weil es halt eine Drachenattacke. Ich muss mal schauen. Es kann sein. Eiszahn ist halt nicht gut. Eiszahn hat nur 65 Stärke und 95 Genauigkeit. Da ist zum Beispiel hier ein Eisstrahl mit 80 und 100 besser. Und es kann eventuell Frostbrand erleiden. Flammenwurf, Donnerblitz und Eisstrahl sind halt echt gut. Es gibt bessere Attacken, die mehr Schaden machen. Die Attacke trifft garantiert. Das ist halt auch eine nice Attacke, Finsteraura. Halt Unlicht, ist halt gut gegen Psycho und so, aber... Aber hier zum Beispiel Eisstrahl.
Ja, ein paar von den anderen werde ich dann sowieso früher oder später noch austauschen. Attacken meistern, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil komischerweise dachte ich, man kann das im Kampf auswählen, immer Items tauschen. Ah, okay, damit kann ich mir die nächste Stufe holen. Ah, okay. Ich brauche 5 von der einen Sorte. Okay. Supidupi. Das ist nicht schlecht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, da war richtig. Jetzt können wir erstmal hier Fundsachenforum abgeben. Alter, wie viele Items sind denn hier schon wieder? Okay. Geheimgeschehen. Wir machen einfach mal Geheimgeschehen. Wir gucken mal, ob wir irgendwas kriegen. Gibt es irgendwas? Suche nach Geschenken. Modeartikelgeschenk. Okay. Haben wir schon bekommen. Mal Geheimgeschenke überprüfen. Achso, das ist diese... Okay, das haben wir schon. So, ja, genau, dann da, da, da. Das ist alles mega kompliziert hier. So, und das hier ist halt... Lass mal gucken. Orkan hat halt nur eine Genauigkeit. Das Schweif ist auch... Knirscher ist halt noch echt nice. Gegen Psycho und so ein Kram. Windhose, Körperle, Eisstrahl. Dafür kommt halt Eiszahn weg. Wobei ich halt lieber gucken müsste, ob Gyarados eigentlich an sich eher aggressiv. Er hat leider viel Angriff, ne? Wenig Spezialangriff, deswegen ist Eiszahn eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Och jo, egal. So. Ich will jedes Mal die falsche Taste drücken. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Börde, Sternschauer, Spukball, Hitzekoller. So, wir gucken mal bei den anderen, was sie noch so für Attacken können. Dampfwalze ist halt eigentlich nice. Walzer brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe Steinhagel. Und Lebensstelle ist halt nicht so stark. Damit kannst du aber Gegner halt häufig verfehlen lassen. Also ich lasse mal Dampfwalze. Risikotech ist halt mega stark. Aber man verletzt sich halt selber. Sonst kann er leider nicht so viel. Okay, aber Walzer brauche ich nicht, okay. Klar wäre ein paar Attacken zum Schwächen nicht schlecht. Aber da gibt es später... Es gibt ein paar Attacken zum Beispiel, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt eine Attacke, Trugschlag heißt die. Die hat zumindest in den Originalspielen, senkt die KP der Gegner runter. Aber sie kann den Gegner, glaube ich, nicht töten. Zumindest nicht, wenn der, glaube ich, viel schwächer ist als du. Das heißt, du kannst sie damit gut auf einen Lebenspunkt kriegen. Dann kannst du sie halt relativ einfach fangen. Knuddler. Mimikry. Ja, nee. Das lassen wir. Feuerschlag. Flammenblitz. Flammenblitz ist nice. Aber dann nimmst du selbst Schaden, okay. Ja, ich muss mal kurz gucken. Was ist denn so sein... Na, ist ungefähr ausgeglichen. Angriff, Spezialangriff. Also ist es relativ egal bei ihm. Also ein Flammen...
Das Flammenwut finde ich halt nicht so nice. Stärke 90, 85. Dann nehme ich lieber hier... Und ich habe ja hier eine mit 100, 100. Wenn ich wirklich Schaden machen will, dann nehme ich das. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann nehme ich Flammenwurf. Weil der braucht eigentlich auch nicht. Da muss ich mal gucken, dass ich dem vielleicht später noch andere Attacken beibringe. Aber das lassen wir jetzt erstmal, okay. Warte mal, was bringt ihr denn? Ich nehme mal den Gesundheit mit. Einer von 5 Farbvarianten. Muss ich den aktivieren? Nee, ne? Wie wirkt der jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der ist hier. Keine Ahnung. Warum gibt es denn in 5 Farbvarianten? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben 3. Ich habe keine Ahnung, wo wir 3 Wassersteine her haben. Wir können vielleicht später auch mal ein bisschen entwickeln. Sternstück, Blattstein. Da haben wir noch ein Nugget. Oh, wir haben. Wir können Dings herstellen. 3 Steine. Jo, wir können bald richtig entwickeln. Aber es kann sein, dass der ausgelöst wird, wenn wir quasi. Einen Statuseffekt bekommen, würde ich jetzt mal so grob tippen, aber. Brauchen wir eigentlich nochmal den Bodenkühler. Ach, für die Leistungsfähigkeit. So, bevor wir losgehen, nochmal. Du kannst auch nur X drücken. Und dann verschiebst du direkt alle von dem Ausbild. Ja, super. Das ist natürlich dann viel, viel einfacher. Ja, ich will was kaufen. Ich will mir einfach mal... Ich nehme mir einfach mal 5 Beleber mit. Vorsichtshalber. Superbälle 300 ist gar nicht so teuer, ne? Wenn ich überlege, dass die Materialien, glaube ich, schon ein bisschen was kosten. Habe ich eigentlich was Neues angepflanzt? Die haben ja auf jeden Fall ordentlich was angepflanzt, aber ist das mal. Keine Ahnung, die haben sie eh nichts angepflanzt. Ich finde es aber noch schade, dass man das nicht aufteilen kann. Klar, es ist nervig. Also ich hätte es cool gefunden, wenn man quasi die einzelnen Felder bepflanzen kann. Oder dass man sagen kann, okay, pflanzt mir mal bitte das auf alle Felder. Oder auf alle freien Felder. Das wäre halt cool gewesen so. Weil dann kann man sich entscheiden, ich pflanze jetzt 3-mal Beeren an und 1-mal Gemüse. Weil ich brauche ein bisschen Gemüse. Aber es wächst ja eh relativ schnell, also ist es eigentlich relativ egal sogar. Aber, ja. So, den Bodenköder können wir gleich nochmal schnell in der einen Stadt da abgeben. In dem einen Dingsgebiet. So, und dann können wir nochmal ein bisschen... Ich brauche nämlich Aprikoko. Ich brauche Aprikoko. Dass mir echt die Aprikoko fehlen mittlerweile. Das ist ja traurig. Die kosten mich 40. Es kostet eigentlich genauso viel, wenn ich die Bälle herstelle, als wenn ich sie kaufe. Das Einzige, wenn ich die Materialien finde, spare ich halt Geld, ne? So, aber sonst kostet mich das genauso viel, den fertigen Ball zu kaufen, wie als wenn ich die Einzelteile kaufe. Wow.
Ich kaufe jetzt einfach mal 10 Bikoko. Jetzt kann ich wenigstens noch ein paar Bälle herstellen. Nehmen wir nochmal 10 Hyperbälle hergestellt. Supidupi. Los geht's. So, wir gehen jetzt aber erstmal noch hier hin. Ich möchte zur Küstenlandbasis. Dann gehen wir die eine Quest mal schnell ab, dann haben wir noch wieder einen Inventarplatz und wir können gucken, ob die Kisten und so wieder da sind. Da kommt nämlich immer nices Zeug raus. Wo ist jetzt die... Die müsste da hinten sein, ne? Wobei wir hier in dem Gebiet auch noch einige Bereiche haben, die wir noch nicht erkundet haben. Ich wollte eigentlich auch die Wasserhöhle und so mal erkunden. Die Welle auch ganz nice, um mal noch ein paar Schwächere zu fangen. Ja, gehen wir ins nächste Gebiet oder gehen wir die Inseln hinten noch erkunden? So, Bohnenköder für Plinfer. Warum auch immer Plinfer Bohnen mag. Plinfer. Und das finde ich halt schade, dass man da nichts sieht, ne? Weder den Köder noch irgendwas. Der frisst halt Luft. Plin, plin. Oh, es ist satt. Oh, es hat alles ratzeputze aufgefuttert. So gefällt mir das. Plinfer ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich kann es einfach nicht allein lassen. Deshalb werde ich mich zu Hause im Dorf um es kümmern. Plinfer hat Hunger. Hiro hat auch Hunger. Nein, ich habe erst was gegessen. Noch. Habe ich keinen. Wobei das jetzt auch schon wieder einige Zeit her ist. Bei uns in der Stadt heute war Markt und da habe ich ein bisschen was vom Markt geholt. Weiß nicht, kennt ihr diese Stände, wo es dann ganz so ganz viele verschiedene Aufstriche gibt und Oliven und keine Ahnung was. Ja, das ist immer... Ich hab's danach bereut, weil es halt einfach mega teuer war. Aber war lecker. Ein bisschen was mitgenommen. Ja, noch ein Fladenbrot dazu und so. Yummy, yummy. So, jetzt die Frage. Gehen wir in das neue Gebiet? Oder gehen wir hinten die lustigen Höhlen erkunden? Ich glaube, wir gehen mal das Story-Spiel weiterspielen, ne? Weil dann kriegen wir ja noch die Möglichkeit auch... noch vielleicht neue Fähigkeiten und so ein Kram. Das bringt uns dann vielleicht auch in anderen Bereichen noch was, wo wir noch hingehen. Das Problem ist echt, ich muss mal hier die Beerenbäume wieder schütteln. Bäumchen, schüttel dich. Ja, super, dann habe ich noch. Die brauche ich nicht unbedingt. Reite da immer schon vorbei, ne? Wow, heftigste Insel überhaupt. Ey, krass. Hätte ich nicht erwartet. Hier ist halt gar nichts. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Aber hier ist halt sonst gar nichts. Boah, super. Alter, da ist man mal einen Tag offline, ne? Und schon sterben hier überall wieder irgendwelche Abenteurer und verlieren ihre Sachen. Da gibt es schon wieder eine Aufgabe. So, nee, ich würde sagen, wir gehen ins neue Gebiet. Schauen uns das ein bisschen an. Machen die Story ein klein bisschen weiter. Damit wir mal fertig sind. Und dann können wir immer noch Pokémon weiter hunten gehen. Thank you.
Ah, ich habe gegen gekämpft, ne? Ich wollte nicht ins Dorf zurück, ja. Stimmt, ich habe im Dorf, glaube ich, gegen Fully Purba gekämpft und deswegen ist das jetzt aktualisiert worden. So, ich habe auch einen Kaffee. Ich hatte mir heute Morgen einen Kaffee gemacht und dann kam ich aus der Stadt wieder und so und habe gemerkt, da steht ja noch eine Tasse mit Kaffee. Wow. Habe ich mal wieder vergessen. Schwierig. So, ich habe schon erwartet, genau hier. Und das nächste ist dann hier oben. Und das war's. Ja, man könnte natürlich, das wäre noch eine Option, dass man die Karte noch erweitert, dass man noch mal rauszoomen kann, vielleicht noch weitere Inseln oder so gibt, aber wer weiß. Keine Ahnung, was die da noch geplant haben. Ob es DLCs gibt oder nicht. Angeblich ja Ende des Monats jetzt zum Pokémon Day oder so. Ich weiß es nicht. Es sieht halt einfach ähnlich aus, aber doch ein bisschen anders. Ruinen und da oben ist irgendwas auf dem Berg. Willkommen im Kraterberg-Hochland. Berge sind voller Felsen und Steine. Deswegen gibt es hier garantiert auch Kleinsteine und Georock. Deswegen solltest du dich wohl auf eine Vielzahl von Gesteins- und Boden-Pokémon gefasst machen. Und das dort hinten unter dem Riss im Raumzeitgefüge ist der Kraterberg. Ich vermute, die magnetische Kraft, die den Berg umgibt, wirkt sich in irgendeiner Weise auf die dort lebenden Pokémon aus. Das war's schon. Ton mit Erklärung. Respekt. So. Ah, cool. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ob man da was machen kann? Ich weiß es nicht. Kann das nicht einhalten? So, Pokémon Nummer 1, Luxtra, kennen wir schon. Pokémon Nummer 2, Parasek, kennen wir schon. Ganz viele Bodens- und Gesteins-Pokémon. Der erste ist Elektro, das zweite ist Käfer-Pflanze. Das dritte ist Käfer. Heftig. Das vierte ist auch Käfer. Sorry, aber irgendwie. Ist das nicht so ganz richtig? So, wie viel gibt es hier? 20. Also es gibt in jedem, glaube ich, 20. Deswegen, also eigentlich ist es gar nicht mal so nötig, manche Pokémon in den ersten Gebieten zu fangen. Das habe ich leider erst viel zu spät verstanden. Weil die gibt es dann sowieso teilweise später nochmal. Da komme ich nicht mal unter durch. Aber es ist noch so das Vorgebiet, ne? Weil ich glaube, der Rest ist unterirdisch. Ja, wobei, das sieht mir nicht sehr unterirdisch. Hier hinten sieht es unterirdisch aus, aber sonst. Was ist das denn? Kannst du mir das da oben abernten? Kannst du das ernten? Das abwerfen? Bisschen Pflanze oder so wäre jetzt nicht schlecht. Okay, nee, das ist da doch das unterirdisch was und oben. Das ist schon cool, aber hier gibt es halt bisher draußen genau 1:1 die gleichen Pokémon, die in dem anderen Gebiet auch schon leben. Das ist halt so ein bisschen, ich mir denke, wow. Okay, da geht's eh nicht hoch. Und die Pokémon sind hier genauso aggro
wie im Rest der Welt. Gut, gut, gut. Weiß halt gar nicht, muss mal nachschauen. Vervollständigt, okay. Haras haben wir auch vervollständigt, okay. Haras? Ich kann's nicht. Ja. Paras ist auch so. Ich habe schon gehört, Paras ist so. Das wird so richtig gehasst seit dem Spiel. Weil das halt so aggressiv immer ist in ganzen Horden und. Da schon Beiträge drüber gesehen. Ich glaube, es gibt schon Petitionen, dass Paras aus dem Spiel rausgenommen wird oder so. Also aus Spaß, denke ich mal, aber. Alter, er kickt einfach mal die Steine weg. Nice. Cooler Typ. Der König der Höhle sieht ein wenig anders aus als die Elektroball in meiner Erinnerung. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstoßt. Du solltest dich ihm nicht unvorsichtig annähern. Es könnte sich als nützlich erweisen, Pokémon zu fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Deswegen nehme ich Geowatz immer noch mit. Ich stelle es mir ziemlich frustrierend vor, in so eine Rage zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es auch nicht leicht. Ganz genau, das Leben ist hart für Menschen, wie für Pokémon. Das ist die gleiche Musik, wie wenn mich diese komischen Schwestern angreifen. Ist das Absicht? Gehört er eigentlich zum Steinzeit-Team Rocket? Ihr wollt also den großen König der Höhle aussuchen? Das ist doch absurd. Es ist die Kampfmusik sowieso. Wir müssen kämpfen. Das Wüten der Könige und Königinnen geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnoh. Schließlich werden sie dadurch stärker. Das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Wir müssen den König in Rage toben lassen, um den ehrwürdigen Sinnoh zu zeigen, dass der Diamond Clan den rechten Pfad beschreitet. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Meine Bestimmung. Was geht es überhaupt die Galaktik-Expedition an, dass Elektroball in den Bergen ein paar Funken sprühen lässt? Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nimmer Wiedersehen. Was für ein egoistischer Standpunkt. Ein Pokémon, das in Rage geraten ist, leidet selbst auch darunter. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du weiter vorgehen? Ich kann mir das aussuchen. Tschüss, ich gehe wieder. Das ist die Bizarrhöhle. Pokémon wie Golbat, deren die Finstern nichts ausmacht. Passt in der Dunkelheit gut auf, wo du hintrittst. Das war ja früher mal in den Höhlen, Alter. Diese Höhlen, ich hab die gehasst. Also krass kannst du ja noch ausweichen, aber in den Höhlen war halt überall random Pokémon-Spawn-Gebiet. Seltsam, normalerweise gibt es hier Fackeln, die die Höhlen erleuchten. Ist das eines der Hindernisse, von denen Tsubaki gesprochen hat? Aber kein Grund zur Besorgnis, ich kenne den Weg. Ob bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter, ich erreiche immer mein Ziel. Naja, schlechtes Wetter wirst du in den Höhlen nicht so sehr sehen, glaube ich, oder? Ah, das ist so ein Ihr-Dings, das ist cool. Sein Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer einsetzen konnte. Wenn es hier wäre, könnte es den Weg erhellen. Und uns durch die Dunkelheit geleiten. Lass uns einen kurzen Halt einlegen. Zu unserer Rechten habe ich das Elite-Pokémon X-Bud entdeckt. Normalerweise würde das dein Vorankommen sicher nicht gefährden. Doch im Dunkeln sollten wir kein Risiko eingehen. Daher schlage ich vor, dass wir unsere Strecke abändern. Also dann, folge mir. Und das sind Steine, die man zerstören kann. Ich erinnere mich vage an einen Mann, der mir ähnlich sah. Ich glaube, wir haben uns oft über Pokémon unterhalten und gekämpft. Er heißt Hin, der andere heißt bestimmt Herr. Hin und Herr. Halt, erreichen wir unsere letzte Station, den Ausgang. Wow, das ist, oh mein Gott, das ist wieder so eine gigantische, riesige Höhle. Irgendwer hat die ganzen Fackeln einfach eingesammelt und dahingestellt.
Lass uns erst diese Fackeln zurückbringen. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwas machen, vielleicht durch den dunklen Tunnel selber durchfinden oder so, ne? Nein, wir laufen einem Typ hinterher und danach finden wir die Fackeln und die werden automatisch wieder platziert und hingebracht und angezündet. Aufgabe erledigt. Ab jetzt können wir das safe durchgehen. Das war halt irgendwie keine Herausforderung so richtig. Jetzt kann ich reiterisch zurückgehen und kann hier alles erkunden. Ich verstehe es nicht. Da hätte man das auch gleich sein lassen können mit den Fackeln. Aber das ist endlich mal eine Hülle, die ein bisschen anders ist. Kaumalat! Kaumalat ist irgendwie schwach. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie hier so schwach sind. Ich wollte es eigentlich fangen, aber wenn ich jetzt angreife, ist es definitiv tot. Egal mit was. Aber ich hab's. Cool. Ein Kaumalat. Ja, und hier finden wir auf jeden Fall auch Eisenbrocken ohne Ende. Muss ich einen Gesteinsbrocken suchen? Ich weiß gar nicht. Wir machen das. So. Hallo? So, wir haben 4 von 28 Kognitos gefangen. Ey, das ist unglaublich. Super, das ist einfach die gleiche Höhle. Ey, heftig. Ich dachte, das geht hier in alle Richtungen noch weg, ne? Aber nein, das sind einfach... Vor allem, er redet von irgendwelchen Umwegen, ne? Aber das ist halt einfach... Das ist, keine Ahnung, ein Umweg von 10 Metern oder so. Wow, das ist wieder... Weiß ich nicht. Sowas finde ich wiederum cool, dass man hier jetzt so zur Seite kann und dann kann man hier sowas wie Schmerbe fangen. Wenn man nicht zu doof ist, die Bälle zu werfen. Da ist das X-Band, da ist auch ein Velsa. Ja, 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 ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Dürfte eigentlich keine Wirkung haben, oder? Ja. Kann sein, dass es nicht Boden. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Soll ich da mal? Ganz ruhig. Komm jetzt hier. Super. Nice, 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 nice. Hey, Hiro. Hallo, ich bin Schimmel.
Na, schimmelst du mal wieder so ein bisschen vor dich hin. Es ist auch doof mit der Cam. Das habe ich gar nicht mehr gedacht. Jetzt sieht man halt, dass die meine Pokémon gar nicht mehr. Wo bitte mach ich denn meine Cam hin? Jetzt da nochmal ein Stück rüber. Das ist tatsächlich schon das Ende der Höhle. Sphinx wollte fragen, ob du später mal Zeit hast, was auszutesten. Ja. Hab ich. Können wir machen. Ich wollte sowieso nur ein bisschen spielen, so ein, zwei Stunden. Mal gucken. Ich habe übrigens von Professor Layden gehört, dass du vom Himmel herabgefallen kamst. Weißt du, auch ich fand mich auf einmal in Hisui wieder einem Ort, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich konnte mich nicht an nichts erinnern, außer an meinen Namen. Ich war zu fassungslos, um mich auch nur von der Stelle zu bewegen. Da kam der Perkler mir zur Hilfe. Sie erkannten, dass ich gut in der Natur und mit Pokémon zurechtkam und ernannten mich deshalb zum Wächter. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich in dieser Welt gelandet bin. Vielleicht ist er unser Prototyp. Also quasi, vielleicht haben sie ihn geschickt. Das hat aber nicht so geklappt. Und deswegen wurde ich noch hinterher geschickt. Weil es unplanmäßig verlaufen ist oder so. Das kann ja sein. Wer sieht mich? Oh, das ist doch ein Parasit schon. Das Coole ist, ich nutze jetzt einfach den Kampf, um mich hier rüber zu begeben. Und jetzt bin ich hier im geheimen Gebüsch. Verdammt, das hätte vielleicht kurz warten sollen. Das ist aggressiv. Es ist aggressiv. Fackelt ihr auch immer eure Käfer im Garten ab? Warum laufen hier jetzt nur noch entwickelte Pokémon rum? Warum sollte ich die vorher mühselig probieren zu fangen in den anderen Gebieten? Und die hier dann sowieso ohne Ende rumlaufen? Das ist halt so die Frage. Ist das Startgebiet da unten? Ja, das ist die Brücke. Okay, da komme ich her. Also ich habe bisher, mal abgesehen von X-Bart findet man auch nicht überall, habe ich hier bisher ein einziges neues Pokémon gefunden in dem ganzen Gebiet. Nee, obwohl Velsa, okay. Aber, und Schmerbe halt, aber sonst nur Kaumalat. Den kleinen Dino vorhin. Aber sonst, den kleinen Drachen. Sonst nichts Neues hier. Alles bereits schon getroffen. Irgendwie. Boah, noch mehr Parasex. Ein Flinkling. Warum kommt Sphinx eigentlich nicht selber und fragt? Das ist mal so als dumme Frage. Nicht weiter, okay. Oh, hier regnet's.
So, mit Attacke Eis besiegt. Okay, mit Psycho besiegt. Einsatz von Biss gesehen. Gyarados. Dein Schirm. 4-1. So, bringt uns gleich mal 2 Einträge. Die Ruine finde ich schon mal ein bisschen schöner als die davor. Wie ungehobelt von euch, die Fackeln einfach wieder zurückzustellen. Dabei habe ich mir so viel Mühe damit gegeben, sie ordentlich wegzuräumen. Mein guter Wille wird von euch mit Füßen getreten. Guter Wille? Ohne die Fackeln können Menschen die Höhle nicht passieren. Weil das da drin ein riesiger Irrgarten ist oder ein Labyrinth. Was nicht das gleiche ist übrigens. Selbst unter Wächtern scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, was? Die Pokémon dort bevorzugen das Dunkel der Höhle. Deswegen habe ich die Fackeln gelöscht. Wer meinen guten Willen derart missachtet, den lasse ich auf keinen Fall in der Nähe von Elektroball. Habt ihr verstanden? Wenn ihr an mir vorbei wollt, müsst ihr erst meinen Partner bezwingen. Was willst du tun, Hirovitabon? Ich werde gewinnen. Wir werden kämpfen. Wir werden ihn platt machen. Wir werden ihn einfach zerlegen. Gyarados, dein Job. Wir probieren einfach mal auf Risiko. Nein! Ich verfehlt natürlich. Warum macht es denn auch? Hyperschrei ist somit die stärkste Attacke im Spiel. Aber danach setzt man halt eine Runde aus. Bringt nur nichts, wenn der Gegner danach tot ist. Also für den Gegner nichts mehr. Ich hätte ihn, glaube ich, damit auch mit einem Schlag tot machen können oder besiegen können. Weder ich noch mein Partner Sungdang erkennen diese Niederlage an. Habt ihr das verstanden? Ich habe noch nicht aufgegeben. Allerdings muss ich meinen Sungdang jetzt ausruhen. Ich ziehe mich vorerst zurück. Freut euch nicht zu früh. Das ist nur ein strategischer Rückzug. Oder eher eine kleine Kursänderung. Nächstes Mal kenne ich keine Gnade. Genau, wir haben nur gewonnen, weil es gerade geregnet hat. Weil sonst hätten wir definitiv verloren und... Was er wohl vorhat. Jedenfalls sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Unser nächster Halt ist der uralte Steinbruch. Cool, cool. Boah, das finde ich cool. Jetzt mal so Ruinen betreten. Wo wir hier auch richtig... Kann in der Luft laufen. Ich kann aber nicht da hochklettern und da irgendwo lang und... Super. Der uralte Steinbruch. An diesem Ort wurden die Steine zum Bau des Tempels abgebaut. Ich frage mich, ob Menschen und Pokémon hier gemeinsam gearbeitet haben oder ob es nur die Pokémon waren. Die verbleibenden Felsen kann man nutzen, um sich vor wilden Pokémon gut zu verstecken. Oh, wenn das nicht hin ist. Ah, Volo. Und ihr Name war Volo, nicht wahr? Was führt sie hierher? Nun, ich habe mir Gedanken über ihren Gedächtnisverlust gemacht. Könnte vielleicht der Riss im Raumzeitgefüge der Grund dafür gewesen sein? Ich glaube nicht, dass der Riss etwas damit zu tun hat. Ich weiß nichts mehr, weder wo ich hergekommen bin, noch ob ich Familie hatte. Deswegen sollten Sie sich mit Ihren Fragen besser an Hirovitabon wenden. Verstehe. Ich hoffe, dass Sie Ihre Erinnerungen bald zurückkehren hin. Hirovitabon, erinnerst du dich daran, was passiert ist, bevor du aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen bist? Ja, da war so irgendwas. Irgendwas hat mit mir geredet und so. Verstehe.
Persönlich glaube ich, dass sich darin etwas befindet, das die mysteriösen Blitze verursacht. Das ergibt Sinn. Das sind ja immer so richtig intelligente Leute. So wie damals. Oh, wir schaffen es nicht. Wir kommen nicht an das Pokémon ran, um ihm das Essen zu bringen. Und dann hatte der eine ja so den genialsten Einfall der Welt. Wir werfen das Essen einfach hin. Oh mein Gott, dafür muss man halt Professor sein. Das fand ich so. Weiß ich nicht. Oh, was können wir denn machen? Oh, ich habe keine Ahnung. Wir kommen nicht an das Pokémon ran. Ich habe eine brillante Idee. Wir werfen es einfach. Oh ja. So heftig die Idee. Ah, ja. Die haben ja schon lustige Gespräche. Meinen Nachforschungen zufolge soll dieser Riss im Raumzeitgefüge bereits vor langer Zeit schon einmal erschienen sein. Daher wissen wir auch, wie dieses Phänomen genannt wird. Ich frage mich, was für eine Welt sich wohl unter jedem Riss erstreckt. Meine Vermutung ist, dass es sich um das Reich des ehrwürdigen Sinnoh handelt. Ich würde mal ja sagen, dass es in die andere Zeit führt, weil es ist ein Raumzeitriss. Würde ich jetzt mal so tippen, ne? Weil wir kommen, glaube ich, aus der Zukunft. Ich wünsche mir von Herzen, dass Sie diesem Rätsel auf den Grund gehen können, Volo. Das würde sicherlich alle beruhigen, die sich vor den in Rage geratenen Königinnen und Königen fürchten. Die Menschen, die hier leben, haben für mich oberste Priorität. Ich bin lediglich ein Ruinenenthusiast. Die Forschungsarbeit überlasse ich Hirovitabo. Also dann, bis nächstes Mal. Ich finde es lustig, dass angeblich hier überall alles so mega gefährlich ist und dann laufen einfach irgendwelche Leute da rum, die eigentlich noch nicht mal stark genug waren, vorher irgendwo zu existieren, und die laufen halt an den gefährlichsten Orten auf einmal rum. Gerade der Typ ist mir noch ein bisschen suspekt. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass er böse ist, aber ich glaube, der verbirgt noch irgendwas. Irgendwas ist mit dem noch. Das ist wieder so ein typischer Charakter, der eigentlich gar keinen Sinn macht bisher in der Story, und deswegen, ja. Ich glaube, der beobachtet das alles nur so ein bisschen und guckt so ein bisschen und so, testet uns ein bisschen. Von hier aus ist es nicht mehr weit. Lass uns zügig, aber ohne Eile weitergehen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass normale Menschen nicht die Fähigkeit haben, schlau zu denken. Die Ruinen, das finde ich halt schon mal cooler, aber es ist halt immer noch mega hässlich hier alles. Verdammt, das reicht nicht aus. Ich habe gehofft, dass es ausreicht. Es reicht nicht aus. Was ist denn Stahl, ne? Ich glaube, die letzte Entwicklung ist Psycho. Nein. Oh, ich habe mich schon wieder verklickt. Ich hasse das. Ich wollte es nicht besiegen. War aus Versehen. Wir werden es niemals vergessen. Wir müssen einen Grabstein bauen. Hier ruht Pokémon, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Bronzong. 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 Bronzel. Bronzong. Keine Ahnung. Seinen Namen gerade vergessen. Konnte früher mal die ersten 150 Pokémon auswendig in der richtigen Reihenfolge mit, oder vielleicht sogar noch die ersten 250 sogar. Hatte als Kind viel zu viel Langeweile. Irgendwann war, glaube ich, mal bei Wetten, das oder so, war so ein Kind, das konnte auch die Pokémon alle aufsagen. Das hätte ich auch gekonnt.
Oh, die haben wir vollständig. Okay, dann interessierst du mich nicht mehr. Geiz ist ja, okay, ich kann es schon verstehen, ne? Wir sind ja jetzt so im geschützteren Bereich, das heißt. Hier leben jetzt auch wieder so ein paar Vorentwicklungen von den Pokémon oder so. Aber kaum sind wir hier wieder in irgendeinem Bereich, laufen hier halt irgendwelche random Typen rum. Oh, jemand von der Galaktik-Expedition. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe gehört, dass ihr hier ein Basislager errichten wollt. Ich habe mich gerade geheilt und jetzt wollte ich hier... Doch dieses Bronzel verhindert anscheinend den Aufbau. Allerdings greift es auch nicht an. Vielmehr scheint es uns etwas mitteilen zu wollen. Das können wir nicht einfach ignorieren. Ich bitte dich, finde heraus, was das Bronzel mit seinem Verhalten beabsichtigt. Vielleicht baut ihr einfach hier das Lager... Nur so als Einfall. Ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege, aber das wäre vielleicht Plan B. Bronn. Das macht so coole Geräusche. Da drüben scheint etwas zu sein. Da oben ist ein Geist. Das hier ist aber, glaube ich, wieder... Da ist das Basislager. Okay, wir sind jetzt an der Seite vom Gebirge. Okay, das ist cool. Wir gehen jetzt hier so Stück für Stück. So ein Fiebes, okay. Habe ich davon schon welche gefangen? Oder besiegt? Weiß ich nicht. So beseitige ich auch immer das Unkraut im Garten. Also wenn ich einen Garten hätte, dann würde ich das da so beseitigen. Kinosono. Ach cool, das brauche ich noch. Jetzt habe ich leider keine Attacke mehr, glaube ich. Nicht genug Stapfenwalzer könnte halt. Machen die eigentlich alle so viel Schaden? Ja. Ich will das haben. Das möchte ich nicht. So gut. Es hat immer noch keine Wirkung. Das schläft gar nicht. Ich dachte, mein Pokémon schläft gerade, aber das ist gar nicht. Jetzt schläft es, aber dauerhaft. So, jetzt. Ich will es besitzen. Mein Schatz. Mein Schatz. Geh jetzt endlich mal rein in diesen Drecksball. Hirovita-Bomb und seine Pokémon ausgelöscht. Von einer Blume.
Alter, das hat mich einiges gekostet. War richtig. Bon. Dieses Bonzel ist auf einmal hierher hergeflogen. Oh, jetzt verstehe ich. Das andere Bonzel dort ist verwundet. Wie schrecklich. Wir müssen es schnell versorgen. Jetzt sollte es ihm wieder besser gehen. Ich danke dir, dass du der Sache nachgegangen bist. Ich war nämlich dann zu nicht alleine imstande, weil ich einfach dumm bin. Ich habe keine Ahnung. Warum ist sie nicht selber gucken gegangen? So konnten wir dem verletzten Bronze gerade noch rechtzeitig helfen. Selbst für die Pokémon, die hier leben, scheint es gefährliches Terrain zu sein. Du solltest also immer gut vorbereitet sein. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, dass sie halt so ein bisschen das Terrain benutzen, dass sie damit interagieren. Zum Beispiel, dass ein Wasser-Pokémon mal ins Wasser geht, eine Runde schwimmt, wieder rausgeht. Oder halt die Bäume mit benutzt werden, mit hochgeklettert werden oder sowas halt. Oder dass die Pokémon halt auch teilweise gegeneinander kämpfen, so, ne? Dass dann halt einfach zwischendurch die sich mal ein bisschen boxen da oder je nachdem, was es halt für ein Typ auch ist, ne? Dieses aggressiv oder nicht. Dass sie nicht immer nur mich verprügeln wollen, sondern sich vielleicht auch mal gegenseitig verprügeln. Warum immer nur ich? Das finde ich irgendwie unfair. Was haben die alle gegen mich? Ich bin ganz nett. Meist. Kann ich die fangen? Nö. Also hier finde ich das schon passt es eher, so vom Terrain. Weil es ist bergiges Gebiet, hier gibt es nicht viel, ne? Bisschen Steine und so, okay. Paar Bäume, okay. Aber unten finde ich das halt immer noch mega hässlich so alles. Solche Steinklippen sind für Menschen kaum zu bewältigen. Doch mit Hilfe von Sneeboss ist es möglich, hohe Klippen mit Leichtigkeit zu erklimmen. Es ähnelt ein wenig der VM-Attacke Kraxler. Ich dachte, VMs sind da noch gar nicht erfunden. VM-Attacke? Was red ich da? So, was gibt es in Hisui doch gar nicht. Gerade hatte ich kurz das Gefühl, mich wieder an etwas erinnern zu können. Wer war ich bloß, bevor ich in Hisui auftauchte? Ich weiß gar nicht, ob es ihn nicht... Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass er irgendwie in Diamond Pearl nicht sogar ein Arena-Leiter ist oder Top 4 oder sowas? Ich glaube irgendwie sowas. Und du kommst vom Himmel herabgefallen. Das heißt... Es ist nicht unwahrscheinlich, dass du aus einer anderen Welt stammst. Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, wenn ich mit dir einen Pokémon-Kampf austrage. Hirovitabomb, würdest du mir den Gefallen tun und gegen mich kämpfen? Okay. Irgendwie kommt er mir halt doch irgendwie bekannt vor. Ich habe die neueren Pearl Diamond Remakes nicht gespielt. Eine Mashok. So, wir probieren mal. Ich hier noch Psycho-Attacken beibringen, okay. Aber das reicht auch. Ja, Bro. Warum darf der zweimal angreifen?
Unfairer Typ, der schummelt doch. Ah, verdammt, Skorku. Oh nein, das war dumm. Okay, Skorku ist Boden. Oh, das kommt rein. Jetzt muss ich die verlieren. Ja, dann bleibt halt nur eine freundliche Gyarados. Ah ja, wir haben immer noch 4 gegen 1, also. Ja, kein Problem. Okan ist halt nicht schlecht, aber. Echt krass. Bravo, das hast du gut gemacht. Vielen Dank. Ich freue mich. Deine beispiellosen Fähigkeiten haben dir eindrucksvoll den Weg zur Haltestelle Sieg geebnet. Ja, ich glaube, der labert genauso ein Zeugs, wenn man ihn besiegt. Da. Lass uns nun Sneeboss herbeirufen. Ich bin mir irgendwie doch ganz sicher, dass der irgendwie... Er ist irgendwo. Irgendwas hat's mit dem auf sich in Diamond Pearl, glaube ich. Der kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau, aber ich bin mir sicher. Snee. Alter. Das ist die Entwicklung von Sneeble, ne? Ist das die ich glaube, Sneebunna ist, glaube ich, männlich. Und das scheint Sneeboss. Das sieht mir ziemlich weiblich aus, aber es Sneeboss klingt nicht weiblich. Und es sieht einfach hässlich aus. Würdest du Sneeboss deine Melodie vorspielen? Ja. Und vor allem, ich habe jetzt an irgend so ein dickes, großes Vieh gedacht, was uns da hochkraxeln kann, ne? Und nicht irgend so ein... Keine Ahnung. Das ist Pokémon, was genauso groß ist wie wir. Gut, da vielleicht auf dem Rücken irgendwie oder so, aber... Kann bestimmt schnell kraxeln, hoffe ich. Gifttafel. So, jetzt können wir klettern. Volle Fahrt voraus. Ach so. Das ist halt wirklich... Lol, das erinnert mich voll an... Demon Slayer. Falls jemand den Anime Demon Slayer kennt. Da wird immer die Schwester in so einem Rucksack transportiert. Also nicht in so einem... Es ist eher so ein Korb, aber... Ah, ist ja cool, weil das finde ich gut, dass man da halt nicht stundenlang kraxeln muss, sondern dass es doch relativ schnell geht. Yo, 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 da kommt das dicke Viech. Einfach mal hier platt machen. Eigentlich too much gewesen, aber schon. Halt so lustig auch. Ich finde es schade, dass man nicht zuschlagen kann so. Denn ich hätte die Basis auch lieber hier vorne gehabt und nicht hier hinten um die Ecke. Das ist ein bisschen sehr versteckt, glaube ich. Jetzt ist halt komisch, dass man den auch anklicken kann fürs Schlafen gehen und so.
So, aber jetzt kommen wir zum Beispiel da oben hoch. So, und hier war eigentlich... Hätte ich noch einen Geist? Warte mal, hier war eigentlich so ein Geist, aber... Sind wir da lang komplett? Ja, ne? Diese Augen, das finde ich halt so mega cool mit dem... Vor allem, ich will nicht wissen, wie der da drin sitzt. Das muss ja mega unbequem sein. Sorry, aber... Knirschmineral. Ja, cool. Dann kriegen wir das hier. Der wollte irgendwie 3 davon haben, glaube ich, ne? Gedacht. Hier gibt es Georock. Ist voll. Alter, ich hab... Leuchtstein. Den muss ich mitnehmen. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Bonus. Zitbits wegwerfen. Ich muss gleich unbedingt... Ich habe nämlich noch keinen Leuchtstein gehabt. Ja, nice. Da finde ich gut, dass man so fließend wechseln kann. Ah, es wird halt immer gleich wütend alles. Warum? Jetzt überhaupt angekommen. Ich bin hier, ne? Und da unten bin ich vorhin lang gelaufen und eigentlich sollte ich da hoch, glaube ich, ne? Aber das ist auch wieder so ein riesiges Gebiet. Ah, das ist ein bisschen... Ja, danke. Viscora? Ach, da oben ist die Entwicklung von Viscora. Warum ist das eigentlich kein Supertreffer? Weil das kann ja eigentlich nicht ausweichen. Wie soll das funktionieren? Es schläft gerade und so.
hier für Bärenbäume? Also, ist kaputt. Rihorn und so. So Onyx. Rihorn. Geh hier mal runter. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei den Ursachings angekommen. Okay, da wollte ich gar nicht mehr. Ja doch, da hinten ist das Lager. Dieser Bildschirm, ne? Wenn man halb am Sterben ist hier. So, einmal ausruhen. Vorsichtshalber. Cool, cool. Dann haben wir aber schon wieder 2, 3 gefangen. So, wir müssen Platz schaffen. Du meintest X. X alle verschieben. Ja, da unten steht es doch, wenn man lesen kann. Ist das Spiel halt viel, viel einfacher. So. Das ist ja mega nice. So, so, so. Die brauchen wir auch nicht mehr hier. Kling, kling, dim, 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 dim. Das. Knirschmineral. Davon sammeln wir eh noch ein paar. Maronbeeren. Okay, komm auf, weg. Weg. Mineralköder. Aprikoko. Wir brauchen unbedingt Aprikoko. 30 Stück haben wir wieder. Das heißt, wir können ein paar Beeren herstellen. Ein paar Bälle herstellen. So. Honigköder. Weg damit. Weg damit. Die kriegen wir sowieso wahrscheinlich alles. Ja, das größte Problem ist immer noch das Inventar in diesem Spiel. So, wir könnten uns Hyperbälle herstellen. Benutzen wir nur noch Hyperbälle? Hyperbälle, das Problem ist, in den meisten Fällen reicht ein Superball. Und wir können quasi pro Hyperball 2 Superbälle herstellen. Deswegen. Macht, glaube ich, eher Sinn, wenn wir weiter mit Superbällen auf Jagd gehen. Irgendwie wird unser Bildschirm nicht besser, wenn wir reiten. Okay, okay. So, da hinten ist das Bronzong, ne? Okay, dann gehen wir hier schnell hoch. Kraxel da mal weiter. Das ist halt mega cool. Kann auch loslassen, ne? Was passiert dann? Dann springt er so zurück runter. Und können wir damit auch komplett runterspringen? Und ich glaube mal, das Pokémon kann doch locker. Okay, das ist halt nicht unbedingt sich verstecken. Das haben wir noch gar nicht. Haben wir das nicht schon gesehen? Anscheinend nur nicht. So, wir machen es einfach erstmal platt, glaube ich. Falls es überlebt, fangen wir. Ja, da kommen bestimmt noch einige von und dann. Mit Eintrag müssen wir eben ein paar besiegen, also. So. LOL! Man kann die Bäume hochklettern. Oh nee. Sag mir nicht, es sind teilweise Sachen auf Bäumen versteckt. Das war dumm. Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Außer mir die Beine gebrochen, aber. Ich weiß nicht warum. Aber ja, man kann Bäume hochklettern. Wow. Es gibt hier Georocks. Da fliegt. Da fliegt ein Magnezone. Das hat einen anderen Stil, ne? Ich habe leider die leichte Befürchtung. Das läuft schon weg. Das auf jeden Fall stirbt, wenn ich es angreife. Weil. Ich weiß nicht, was für ein Typ das ist.
Ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie Käferboden ist. Und ich es eigentlich damit vielleicht nicht töten könnte. Ich habe die Befürchtung, die ganzen anderen Attacken sind zu stark einfach. Ah, ich habe gehofft. Ja, jetzt wo es sich normalisiert hat, jetzt greift er an. Ja, keine Chance. Ist halt auch dumm, ne? Du bist halt gut gegen Eva. Aber ich hatte keine Wahl, die waren alle effektiv. Da hatte ich keine Chance. So. Ich finde das aber auch so lustig mit dem Kasten da. Ich habe leider... Hab ich die alle verbraucht? Herstellen. Ich habe ein Aprikot. Das heißt, ich kann mir... Oh ne, ich habe mehr Aprikot. Ich kann mir ein paar Flügelbälle herstellen. Aber die fliegen halt zu langsam, okay. Ich kann das mal kurz stehen bleiben. Ist jetzt voll mit Bällen. Ja, cool. Okay, das hat sich schon erledigt. Taucht das wieder auf? Ja. Nebulak. Da brauchen wir noch den Eintrag für zu ändern, ne? Halt noch überall hoch. Das ist tatsächlich mal das erste, also mal wieder eins der Gebiete, wo ich sage, das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Also es ist halt wirklich mal was anderes als die anderen davor. Die waren halt echt gleich. Klar gibt es ja auch die gleichen Pokémon teilweise und so. Aber es ist halt mit dem Klettern und auch so von der Optik her passt es halt hier eher so ins Bergland. So ein bisschen karger, so ein bisschen wenig los. Aber in den anderen Gebieten ist mir das halt echt manchmal ein bisschen sehr wenig da vorne. Da hätten wir schon noch ein bisschen mehr machen können. So. Sechs Stück haben wir hier schon gefangen. Da unten sind noch... Oh, Palim, Palim. Hab's auch noch nicht. Müsste ich mir auch noch mal holen. Das sind ja noch einige, die ich noch nicht habe, glaube ich. Die werden halt immer so schnell aggressiv. Ich will gar nicht unbedingt gegen alles kämpfen immer. Ich will es fangen, nicht? Aber gegen alles kämpfen müssen. Gesehen. So, da kommen halt diese Flügelbälle halt eigentlich ganz gut ins Spiel. Wenn man nicht so dumm ist und die gegen den Berg schmeißt, ist das halt echt nice. Ja, aber jetzt ist der eh aggressiv auf mich. Okay. Können wir auch kämpfen. Oh, die sind hier sogar ein bisschen stärker als da unten. Davon. Die sind halt alle so schnell mega aggressiv. Oh, die ist alles voll davon. Super. Zum Beispiel dann. So. So, Skorpler haben wir auch. Zumindest ein. Nice, das hat sogar einen Eintrag gegeben. Die sind
schon wieder alle aggressiv auf mich, ne? Alle wollen mich immer verprügeln hier in dem Spiel. In der Hoffnung, Okan trifft und nicht so viel Schaden macht. So, jetzt kann ich mal wieder meine Superwelle verballern. Das sollte hoffentlich reichen. Cool. Na, wir haben jetzt, glaube ich, genug besiegt davon. Wir müssen mal ein paar fangen für den Eintrag. So, Scharfzahn. Brauche ich, glaube ich, auch für... Ich glaube, Sneeble entwickelt sich mit Scharfzahn. Und das Mineral brauchen wir eh noch ein bisschen. Das ist ganz cool. Ja, der scheint, glaube ich, keinen Schaden zu kriegen. Das ist auch cool. Oder ist noch ein Magnezone? Was ist das da unten? Ist das ein Rucksack? Ich glaube, da liegt ein Rucksack, ne? Das ist Holz. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? War ich hier schon mal? Ich glaube, ich bin da unten lang gelaufen, ne? Und hier war irgendwo da vorne. Ich hab's nicht gesehen, von Weitem schon. Ist das hier wieder ganz der Anfang? Nee, das ist eine andere Brücke, ne? Ich bin hier. Da geht's irgendwo anders hin. Okay. Deswegen, ich wollte gerade sagen, da unten sind doch ganz andere Pokémon als drüben. Wo wir herkommen. Das ist so ein bisschen... ein bisschen verzweigter und so. Da gibt's anscheinend noch einige Nebenbereiche, wo wir noch hin können dann. Hauptsache, wir schwimmen einfach Gyarados rum. Ohne Ende. Aber ein anderes. Das ist eine andere Form, oder? Ein normales Sneeble haben wir ja schon gefangen. Diese Strömung, also die Strömung ist in diesem Spiel halt so realistisch. Habt ihr schon mal so eine realistische Strömung gesehen? Seht ihr, wie wir hier viel zu nah dem Abgrund vom Wasserfall kommen und da halt fast runtergezogen werden. Das finde ich aber halt echt cool, dass man hier so die Berge richtig... Das Problem ist, da unten geht es auch noch weiter, ne? Ich dachte, wir sind irgendwo... im Endgebiet. Das Gebiet ist aber echt... Es wirkt gar nicht so groß auf der Karte, aber es ist doch echt groß. So, und ich hätte es halt cool gefunden, wenn es halt wirklich so eine riesen Open-World-Karte wäre. Und dass man halt am Anfang halt nicht überall hin kann, weil wegen... Man braucht halt bestimmte Sachen erst. Ich finde es auch schade, dass man diese Höhlen und so immer von Anfang an schon freischaufeln kann und so. Das wäre halt cooler, wenn man da so direkt später... Fähigkeiten für bekommt oder sowas. Aber so ein paar Sachen kann man ja später erst machen. Das ist ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob wir da unten schon waren. Hier
gibt es auch so viel Eisen, das ist cool. So, du frisst schön. Und gehst schön in den Pokéball. So, Sneeble haben wir schon ein bisschen, ist aber ein anderes anscheinend. So, und von den Mineralen haben wir jetzt, glaube ich, auch schon langsam genug. Das reicht. Zumindest für das, was wir brauchen. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hier lang? Das Einzige ist, dass man bei dem halt keine Pokémon rufen kann. Das ist ein bisschen doof. Jetzt Volteballs. Das ist halt echt ein riesiges Gebiet. Es sieht auch anders aus. Ist auch so eine besondere Form von Volteball, glaube ich. Deswegen meinte er auch, Elektroball sieht anders aus. Das ist bestimmt auch so eine Sonderform. Aller guten Dinge sind drei. Das will immer noch nicht. Das ist, glaube ich, verschwunden. Dafür geht das Volteball halt rein immer. Und es war so ganz schwer, das Exemplar. Nice. Wow. Ein Rihorn. Glaub nicht, dass es reingeht. Garantiert nicht. Hätte mich halt auch mega gewundert. Das ist blind. Ja. Aber weiter Level 74. Okay, Gigastoß. Gyarados ist finito. Gigastoß verletzt. Es glaube ich. So, wir setzen das mal ein. Ich selber. So. Überall rein. Aber das wäre nice, wenn wir das gefangen kriegen. Cool. Cool. Weißt du, so ein komisches kleines Viech da, kriegen wir nicht. Jetzt schneit's hier schon so ein bisschen, ne? Das finde ich halt so cool, dass man auch so das Terrain benutzen kann. Man versteckt sich einfach so ein bisschen. Bricht sich zwischendurch einfach mal die Beine. So. Ich bin gerade zu voll, in die Base zurückzugehen, deswegen. Beleben wir den einfach mal wieder. Wir haben noch ein paar Tränke.
hier schneit es halt schon richtig, oder? Das ist Asche. Okay, doch, das hat es überlebt. Fallen, fallen. Das haben wir auch. Klar, wir müssen die eh noch öfter mal erwischen und so. Wenn du es überlebst, bist du würdig, gefangen zu werden. Nein. Die Vorentwicklung. Da sind halt immer noch nur Georox und so drin. Warum habt ihr denn... Also, als wenn das Entwicklerteam einfach sich gedacht hat, hey, es gibt keine anderen Boden- und Gesteins-Pokémon, die irgendwie aus dem Stein kommen könnten. Ich verstehe es aber nicht. Finsterstein, nice, aber... Warum? Wie... Aus dem Baum kommen ja jetzt mittlerweile zumindest ein paar verschiedene, auch wenn es trotzdem wenig sind. Also ich hätte da halt... Es gibt so viele Käfer, die vom Baum hätten fallen können. Ein Griffel, also hier Affe oder irgendein Vogel-Pokémon von mir aus vom Baum fallen lassen. Aber bei den Felsen, da gibt es ja echt nur Kleinstein und... Das ist so... Weiß ich nicht. So unkreativ, finde ich. Gut, du möchtest also kämpfen. Dann kämpfen wir hier. Er wollte kämpfen, nicht ich. Deine Schuld. So, hier war ich definitiv schon. So, dann können wir jetzt da weiter hochkraxeln. Da gibt's. Ja, nämlich da unten gab es hier von den Glocken welche. So, und ich habe schon gedacht, oh, probieren wir das jetzt. Aber hier oben gibt es die halt ohne Ende. Oh, das ist ein Rotom. Bin mir nicht sicher, ob Rotom etwas seltener sein könnte. Und da bin ich mir so bei allen nicht sicher. Es gibt so ein paar, die habe ich bisher ein einziges Mal gesehen. Also, ich glaube... Ich habe zum Beispiel immer noch kein Pichu gefunden. Meine Schwester hatte im Anfangsgebiet ein Pichu gefunden. Oder auch ein Pikachu habe ich gefunden. Habe ich Pikachu gefunden? Da waren so ein, zwei Mauzi zum Beispiel, habe ich glaube ich auch gesehen gehabt. Die habe ich jetzt seitdem nie wieder gesehen. Das sind so ein paar. Da müssen wir halt später mal schauen. Wo wir die dann überhaupt herkriegen. Ob wir die kriegen. Aber wir kriegen die schon irgendwann alle irgendwo her. Ja, okay. Ich bin Friedhof. Kann man die Grabsteine lesen? Ich glaube, man kann die Grabsteine lesen. Grabsteine hier.
Vor allem ist es so geil, ne? Feuerschlag. Und was macht er? Er tritt einfach. Du hast da so Geräusche gemacht. Ja. Irgendwas pinkt da. Sind mal ganz kreativ heute. Ich hab mich gerade selber getroffen mit der Attacke. Ah, die droppen dann ganz viele Sachen. So, hier Finsterstein und was weiß ich. Deswegen mache ich die auch gerade, weil sich das echt lohnt. Hab gedacht, vielleicht ist auf irgendeinem Grabstein noch ein Inkognito oder so, aber. So, da muss ich gar nicht hin, ne? Wo gerade noch mal? Ich sehe keins. Ich hätte es mir aber gut vorstellen können. Gut, dann kraxeln wir mal auf den Berg hier. Mal schauen, wie spät ist es überhaupt? Gut, das ist nicht so spät. Da geht's nicht weiter, okay. Okay, der kriegt doch Schaden. So, wir sind hier oben bei irgendeiner Ruine angekommen. Das finde ich halt cool. So Ruinen und so sind. Ganz nett. Das gesehen oder nicht? Oder hat es einfach eine Zuckung bekommen? Das ist ja cool. Da können wir raufklettern, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Okay, da kommt es auch nicht weiter hoch. Ich kann halt nicht springen oder so, deswegen kann es halt irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht, was das Volteball von mir will, das hüpft einfach um mich rum. Das ist anhänglich. So, ich probiere, ich habe bald keine. Nett. Hacktech, Elekid und Eleboss. Stark, solltest du einen Steinhagel überleben? Ich hoffe.
kann der halt nicht viel anhaben. Das ist das Gute. So, dann beginnen wir mal mit dem ganzen Gefange hier. Nummer 1 haben wir. Wo kommst du her? Alter! Wo kommst du denn her? Das ist einfach gespawnt hinter uns, aber... Das ist halt gewalttätig. So, wir probieren es noch mit dem Superball. Na, mein Freund, ich überrasche das. Nur 69. Hat halt so ein Steckdosen-Symbol auf dem Rücken. Ich glaube, es ist noch zu voll. Ja. Ah, das macht halt immer eine Donner. Es kann, glaube ich, nur Elektroattacken. Donner, Stromstoß. Jetzt sieht man die Attacken halt nicht mehr. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich meine Kamera einpacken soll. Das ist doch alles doof. Hier ist vielleicht noch eine Möglichkeit so. Also. Ja. Cool. Meine Batterieleistung lässt nach. Da! Gipfelschwadentafel. Ne, Wadentunnel. Das ist cool. Dann gibt es da noch so ein paar Gebiete. Hier geht's nicht weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Trotzdem kein Grund, vom Berg zu springen. So. Nächste Teil haben wir. Alles ist komplett eingesammelt, da kam keine Meldung, gar nichts. Da hinten ist noch eins. Schon wieder ein Luxtra. Das brauchen wir, um mehr Plätze, mehr Dings zu kriegen, ne? Mehr, nicht mehr Plätze, sondern mehr Items. Oh, hier ist so eine coole Ruine. Ich glaube, das ist das Kampffeld, oder? Ja.
Noch ganze 9 Stück. Ja. 11 Stück. Das heißt, die Hälfte haben wir schon. Und wir waren ja noch nicht mal überall in den Höhlen und so. Willkommen in der Hoheitsstätte von Elektroball, dem Mondgrußkampffeld. Ich mag dir zwar einige Hindernisse in den Weg gelegt haben, doch ein Teil von mir wollte auch, dass du es bis hierher schaffst. Vielleicht sind es ja die eigenen Widersprüche, an denen der Mensch wächst. Ich, Tsubaki, wurde in den Diamantenclan geboren. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, dem ehrwürdigen Sinnoh Freude zu bereiten. Ich will meinen König beschützen. Wenn du glaubst, mich besiegen zu können, darfst du gerne dein Glück versuchen. Auf meinen Grundtank. Jo. Hast gerade gepupst, ich glaube. Alter, es greift mich einfach in so einem Doppel-, Dreifach-. Oh, das ist das Falsche, was ich gerade angreife. Was ist das? Ach, das wird jetzt hinter meinem. Ha. Jetzt wäre ein Erdbeben nice. Es gibt so ein paar Attacken, die treffen alles. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel hier auch ist. So, jetzt sollte es dünne Steinhagel. Alter, ich sehe gerade die Level von dem. Ist das sein Ernst? Ich glaube, die hat er hier gerade gefangen oder so. Levelanstieg. Nein, ich habe mich verloren. Du hast lediglich gewonnen. Da gibt es einen Unterschied. Hörst du? Ich hatte nicht genug Zeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich meine Pokémon stärker machen können. Diam sagt immer, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Ist das etwa das, was er damit meint? Der Diamant-Clan und das ehrwürdige Sinnoh sind eine endlose Quelle der Weisheit. Lass mich raten. Jetzt willst du die Lieblingsspeise des Königs wissen. Um Ruhegaben herzustellen, habe ich recht? Allerdings kann ich dir da nicht weiterhelfen. Denn ich habe Elektroball als Lieblingsspeise vollkommen vergessen. Oh mein Gott. Bist du jetzt etwa wütend? Das wird dir aber auch nicht weiterhelfen. Tsubaki scheint es dir ganz schön schwer gemacht zu haben. Hirohita-Bomb. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, was Elektroball gerne ist. Tut mir leid. Ja. Psst. Was ist? Ich hab dich genau gehört. Warum willst du jemanden wie Hirohita-Bomb bloß Elektroballs Lieblingsspeise verraten? Du bist der Anführer des Diamantenclans. Die Galaktik-Expedition kann dir doch egal sein. Tsubaki, du hast doch den König in Rage gesehen, oder? Er kann seine Kräfte nicht unterdrücken und leidet sichtlich darunter. Hättest du bei diesem Augenblick gar kein Mitleid? Unfug. Er wurde vom ehrwürdigen Sinnoh auserwählt und ist außer sich vor Freude. Jeder wird vor Prüfungen gestellt, die auch Leid mit sich bringen. Daran wachsen wir. Die Rage des Königs soll eine Prüfung des ehrwürdigen Sinnohs sein? Das sehe ich anders. Deswegen unterstütze ich Hirohita-Bomb. Es ist ohne Belang, ob er dem Diamant-Clan oder der Galaktik-Expedition angehört. Außerdem wollte ich ihm nicht nur verraten, was die Lieblingsspeise von Elektroball ist. Ich wollte ihm auch gleich ein paar Brocken Knirschmineral geben. Und jetzt hilf Hirohita-Bomb dabei, die Ruhegabe herzustellen, Tsubaki. Ja, schon kapiert.
Ich bin und bleibe schließlich ein Wächter. Ich werde die Ruhegabe herstellen. So, und der Kampf soll noch nerviger sein als der letzte. Ich tue es. Da bin ich ja mal gespannt. König der Höhle, Elektrobat. Befindet sich halt nicht in der Höhle, aber keine Ahnung. Warum ist der König der Höhle, wenn er sich nicht mal in einer richtigen Höhle befindet? Obwohl, das ist für mich keine Höhle mehr. Ja, wow. Alter. Ich... Kann ich die Sachen nicht zurückschleudern oder so? Ich werd die gar nicht los. Ah, jetzt explodiert das. Ja. Hallo, ich will kämpfen. Warum funktioniert das nicht? Ich sollte doch kämpfen. Ich muss den neben daneben schmeißen oder so, ne? Wir probieren es nochmal von vorne. Also ich weiß nicht, diese Kugel habe ich nicht verstanden. Der konnte halt gar nicht ausweichen, ne? Wie sollte das funktionieren? Den Sachen kannst du ja noch ausweichen. Okay, das verstehe ich. Diese Elektro. Ich habe gedacht, dass man die vielleicht zurückschleudern kann, aber... Explodiert er jetzt oder nicht? Warum ist das jetzt eine blaue Kugel? Problem ist, mein Akku ist gleich leer und ich habe eigentlich keine Lust auf... Ich übernehme einfach die Wutleiste. Thank you.
Easy. Easy einfach nur. Genau. Die Blitztafel. So, wir haben 5 Bereiche. A, 5 Bosse. 5, die uns quasi helfen. Das heißt, wir haben 10 Tafeln. Das heißt, es fehlen aber immer noch 6 oder 7 oder so. Ich weiß gar nicht, gibt es 16 mit Fee oder gibt es 16 ohne Fee? Für mich sieht es eher erleichtert aus, weil es vom großen Leid erlöst wurde. Komm schon, ja. Was denkst du nur? Weil du nichts anderes sehen willst. Deine Standpauken sind mir egal, aber was, wenn mich der Zorn des ehrwürdigen Sinnoh trifft? Ankunft pünktlich nach Zeitplan. Was machst du denn wieder hier? Ich will etwas berichten. Nach der gemeinsamen Reise mit Hiromitabum sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Und zwar Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Und unter den Menschen gab es solche, die sich selbst Pokémon-Trainer nannten. Sie arbeiteten hart an sich und ihre Pokémon maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer stärker zu werden. Durch die Kämpfe gegen andere Trainer und deren Pokémon lernten sie wieder sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite konnten Menschen und Pokémon neue Wege bestreiten. Kein neues Zeitalter wird hineinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, sie können stark sein. Verstehe. War es in deiner ursprünglichen Welt auch so? So ist das Leben also in anderen Welten. Natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Damit wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann es auch mein Pokémon tun. Ob es das ehrwürdige Sinnoh erfreuen wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin? Diam, erzähl mir noch einmal von den Lehren des ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamantclan überliefert wurde. Schon gut, dann spitz mal die Ohren. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass dein Zorn nicht freien Lauf, sei zur Freundschaft stets bereit. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass deinem Zorn nicht freien Lauf, denn wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, dann steht still der Fluss der Zeit. Bravo, bravo. Ich hoffe, dass ihr alle nun mit noch größerer Geschwindigkeit euren nächsten Halt entgegensaufen könntet. Und für Hiromitabum ist der nächste Halt natürlich der nächste König. So, diesmal sollte ich meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenjob antreten können. Vielleicht kann jemand wie du den Menschen von Hisuria zeigen, dass man sich vor dem Pokémon nicht fürchten muss. Jedenfalls werde ich nun Expeditionsleiter den Boku-Bericht erstatten. Ich empfehle mich, unsere Geschichte in Ehren halten und nach einer besseren Zukunft streben. Vielleicht ist es genau das, was das ehrwürdige Sinnoh als Schöpfer des Universums und Gebieter über die Zeit von uns verlangt. Ich jedenfalls werde an mir arbeiten, damit ich Elektroball zu neuen Höhen verhelfen kann. So, supidupi. Dann haben wir das auch. Jetzt schauen wir nochmal, ob hier noch irgendwo vielleicht ein Inkognito versteckt ist. Hätte ich jetzt vermutet. Irgendwo oben. An den Säulen. Aber sieht nicht danach aus. Aber wir können
den Baum hochklettern, was halt irgendwie nicht viel bringt, oder? Außer, dass ich dann irgendwo runterfalle. Super! Machen wir hier oben schon mal. Ja, das ist da, wo Elektrik und so ist. Gut, gut. Wir haben, hier oben gibt es noch die Steinpforte. Das ist noch so ein Tunnel, der führt uns irgendwo oben hin. Hier ist auch noch so ein ganzer Bereich. Okay, da ist auch noch Wasser ein bisschen, wo wir vielleicht noch rein können. Das haben wir soweit gemacht. Hier unten ist auch noch ein Bereich, da waren wir noch nicht. Gibt es noch so ein paar, ja, weitere Bereiche. Dann können wir hier reinzoomen. Ja, genau. Ist hier noch so eine Höhle der Umkehr. Da waren wir noch nicht. In der Meeresgrotte, in der kleinen, waren wir auch noch nicht. Der Lava-Dom-Schrein. Waren wir da drinne? Oder ist das einfach, das sieht für mich aus wie der Vulkan. Ich weiß nicht, ob das das ist. Das einfach markiert ist damit. Auf jeden Fall, hier draußen ist noch eine Insel. Da waren wir auch noch nicht. Und hier unten sind auch noch so ein, zwei Gebiete. Jo, hier oben waren wir auch noch nicht so viel. Da müssen wir noch hin. Im Sumpf. Ja gut, hier unten waren wir noch nicht. Ich glaube, hier sind wir auch noch nicht überall hochgekraxelt. Und auf der Insel waren wir auch noch nicht. Weil im Sumpf war ich jetzt lange nicht mehr. Hier unten sind auch noch so ein paar Sachen. Ist sogar eine neue Aufgabe wieder. Und im Berg. Ja, hier waren wir fast überall. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel. Und dann gibt es ja noch das letzte Gebiet. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, würde ich mal sagen. Mit diesem grimmigen Gesicht verabschiede ich mich mal wieder für hier heute. Jo, ich werde erstmal schauen, was die anderen jetzt von mir wollen. Vielleicht spielen wir später noch ein bisschen Minecraft, mal schauen. Habe ich gestern auch gesagt, aber gestern haben wir dann ein bisschen Sachen geplant und so. Und ja, mal gucken. Vielleicht ja heute. So geht's auch nicht weiter. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere mal, wenn ich wieder weiß, wo man speichert. So. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und fangt immer schön fleißig Pokémon. Pokémon sind nämlich cool.